Ach, der Kino-Juni bringt eigentlich keine Hits. Moment mal, ich habe doch eine Zeitmaschine. Ich kann mit dir in die Zukunft reisen einen Monat. Kompensator fluxuiert. Zeitleitung an und los geht's. Ja, ich stelle euch jetzt die Kino-Hits für Juni vor, und zwar, wir fangen gleich an mit dem Mädelsabend, und zwar, da geht es um die Megan, die was ihren Traumjob sucht, aber dann lässt sie sich überreden von ihren Freundinnen für eine ja, extra harte Partynacht, und dann hat sie einen One-Night-Stand, wacht dann irgendwo auf und findet dann ein SMS, wenn sie innerhalb von 8 Stunden es schafft, sich dort zu bewerben, dann bekommt sie ihren Traumjob. Leider, dummerweise, ist sie ausgesetzt irgendwo in der Wildnis, Downtown Los Angeles, und hat kein Handy dabei, hat keinen Ausweis dabei, hat kein Auto dabei, und sie muss halt rechtzeitig noch irgendwie dorthin kommen, dass sie das schafft. Ja, wir schauen uns jetzt mal kurz rein in den Trailer. Was soll denn der Scheiß? Ich verschwinde! Dann verschwind woanders hin! Bitch, wieso bist du so schnell? Ich war in der Schule im Leichtathletik-Team. Wo ist Megan? Ich weiß es nicht, sie ist einfach weg. Die Leute vom Sender kommen heute, um Megan zu sehen. Wenn du Megan Miles wärst, wo würdest du jetzt sein? Stehen bleiben! Nicht falsch! Nein! Oh je, da überquert eine Frau in einem gelben Kleid den Freeway. Ich bräuchte jetzt echt einen Freund. Leihst du mir bitte dein Fahrrad? Okay, du bist ein Engel. Zeig mir deine Maps und ich leih dir mein Fahrrad. Ohne die Fahrzeugpapiere darf ich Ihnen das Auto nicht geben. Ich hab den Schlüssel. Sehen Sie? Hup, hup. Hören Nein. Sie das Hup? Nicht? Nein, Sie können kein Hup, hup mit Ihrer Hand blocken. Hup, hup. Ja, der ganze Film dauert ca. 90 Minuten und bekommt von mir nur 2 Finger nach oben. Und zwar, ja, es ist einfach so wie eine Art Hangover mit ein bisschen Verfolgungsjagdgeschichte. Also, ja, es kommt für mich nicht ganz so rüber, also es ist für mich nicht das Highlight in diesem Monat, und darum schauen wir gleich mal zum nächsten Film rüber. Ja, der zweite Film ist Unter Beobachtung, und zwar mit dem Hauptdarsteller Eric Bernard. Den sollten ein paar kennen, vielleicht aus den Star Trek Filmen, aus den neuesten, oder vielleicht sogar noch aus Troja, wo er ja den Hector gespielt hat. In diesem Film wird einfach nur aufgedeckt, ja, die ganzen Terroranschläge und so weiter, also ja, nicht so interessant das Ganze. Mich wird es, glaube ich, nicht ins Kino locken. Schauen wir mal kurz in den Trailer rein. 30. November, 10.43 Uhr, ein sonniger Tag, unschuldige Menschen. Ein Lastwagen nähert sich vom westlichen Eingang. Hey Kumpel, du kannst hier nicht parken. 10.45 Uhr. Also der Film soll irgendwie dann rüberkommen mit wirtschaftlichen und politischen Themen. Ob das wirklich dann so ankommt im Kino und ob es wirklich die Massen anlockt ins Kino, kann man nicht vorstellen, weil von mir gibt es nur 2 Finger nach oben für diesen Film. Und ja, wenn ihr Interesse habt, um den anzuschauen, am 26. Juni geht's los, und ja, für mich wird es nicht so sein. Darum gehen wir mal rüber zum nächsten Film. Ja, der dritte Film dieses Monats ist Brick Mansion, und zwar mit Paul Walker, also mit dem verstorbenen Paul Walker. Das dürfte der letzte Film gewesen sein, wo er mitgewirkt hat als Hauptdarsteller. Und zwar, da geht es halt wieder so, er ist Polizist und als Undercover soll er sich irgendwo einschleusen und das Ganze wieder aufdecken. Also er kommt zu seinen alten Tugenden zurück, wie bei Fast and the Furious, und wird halt wieder das Verbrechen bekämpfen, undercover. Ja, wir schauen mal kurz in den Trailer rein. Eine Chance haben wir. Ich schaffe alles. Du bist mein Enkel. Du bist alles, was ich noch habe. Ich bin ganz kurz davor, Tremaine zu schnappen. Er muss büßen. Vergeltung und Gerechtigkeit sind nicht dasselbe. Das werden sie nie sein. Zeit, die Waffen sprechen zu lassen. Gangster! Sie haben mich benutzt, genau wie meinen Vater. Du kennst dein Schicksal. Das ist eine bescheuerte Idee. Ja, Brick Mansion ist für mich das Highlight dieses Monats. Und zwar, das bekommt von mir 3 Finger nach oben für den Film. Und der Film ist eigentlich schon seit Anfang Juni im Kino. Und
Ja, Paul Walker, super Schauspieler. Schade, dass er so früh verstorben ist. Ich glaube jetzt, dass eigentlich jetzt der Durchbruch gewesen wäre für Paul Walker. Also, dass er das alles geschafft hat, richtig groß zu werden in Hollywood. Ja, leider ist er verstorben. Ja, und ich habe jetzt da noch etwas, so wie jeden Kinocheck. Und zwar, Quentin Tarantino hat noch 90 Minuten Film über von seinem Django-Film, der was mit Christoph Waltz sehr erfolgreich war und wo es sogar ein paar Oscars gegeben hat für den Film. Und zwar, er plant jetzt einen vierteiligen TV-Reihe oder Serie zu machen und die dann auszustrahlen im Fernsehen. Also auf das bin ich sehr gespannt. Der Film war super und ich glaube, Quentin Tarantino wird das auch im Fernsehen wieder gut rüberbringen, diese restlichen 90 Minuten, die was noch nicht gezeigt worden sind. So, das war's jetzt mit dem Kinocheck für Juni. Ich glaube, im Juli werden wir dann ordentlich Gas geben, da kommen dann die richtigen Kracher und darum gehen wir mal rüber auf die Endcard. Ja, wir sind jetzt auf der Endcard und was sagt ihr zu den Filmen, was ich euch gerade vorgestellt habe? Schreibt es uns unten in die Kommentare. Ja, und auf der drüberen Seite werde ich euch einblenden den letzten Kinocheck von Mai und auf der anderen die letzten J-News. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da und solltet ihr mich noch irgendwo anders besuchen wollen, auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen, die sind alle unten für euch in der Videobeschreibung. Somit, bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba.